Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, mache ich noch Leute. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen. Ja, hey Leute, erstmal willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Jetzt hier mit Nico in London. Leute, die das Spiel damals, als es rauskam, erstmalig gespielt haben, für die war es das erste Mal, dass man Nico steuern konnte. Die Bereich mit der überarbeiteten Version des Vorgängers angefangen haben, also des ersten Teils, für die ist das ja nichts Neues, mit der guten zu spielen. Bonjour, könntet ihr mir vielleicht helfen? Ohayou gozaimasu. Was gibt's da zu lachen? Okay, schon gut. Die beiden sind genauso drauf wie die Mädels in Paris. Die beiden jungen Japanerinnen amüsieren sich unverständlicherweise köstlich über irgendwas. Ich glaube, das müssen wir nicht verstehen. Schauen wir uns mal um. Dieser Stein ist von der Größe und vom Stil her identisch mit dem Kojotenstein. Nur trägt dieser Stein das Abbild eines Jaguars. Bingo, wir haben den Stein. Einpacken und mitnehmen. Die Vitrine ist verschlossen. Ich will die Maske nicht, auch wenn sie mich an jemanden erinnert. Die Maske sieht eher afrikanisch als amerikanisch aus. Mhm. Entschuldigen Sie, Fräulein, die Ausstellungsstücke bitte nicht berühren. Aber ist doch nur ein Tuch. Ein handgewebter Wandbehang mit einem südamerikanischen Muster. Okay, entweder bin ich blind oder ich sehe außer diesem Rechteck in der Mitte überhaupt kein Muster. Ein Telefon, wahrscheinlich nur für das Personal. Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Der Museumswärter zeigt es nicht offen, aber ich fühle, dass er jede meiner Bewegungen verfolgt. Gott, wie der Typ da steht, als ob der wirklich einen Stecken im Arsch hätte. Kann ich Ihnen helfen, Miss? Haben Sie jemals von einem englischen Schiffskapitän gehört, der El Draco hieß? El Draco? Klingt nicht gerade sehr englisch, was? Ich glaube, so haben ihn nur die Spanier genannt. Das war etwa in der Zeit der Konquistadoren. Im 16. Jahrhundert? Ach, dann weiß ich, so haben die Spanier Sir Francis Drake genannt. Francis Drake? Haben Sie irgendetwas hier, was ihm gehört? Allerdings, junge Dame. Wir haben ein paar Artefakte hier, die er von einer seiner Reisen mitgebracht hat. Können Sie mir etwas über den Stein mit dem Jaguar darauf erzählen? Den sogenannten Jaguarstein hat Sir Francis Drake aus Amerika mitgebracht. Er hat ihn zusammen mit dem berühmten Wahrsagespiegel John Dee geschenkt. Was ist dieser Wahrsagespiegel? Ein kleines Viereck aus poliertem Obsidian. Gehörte den Maya. Und was tut er? Naja, ist so eine Art Kristallkugel. Nur flach und schwarz. Und man sieht nichts darin. Der alte Dee hatte einen Assistenten, der behauptete, er könne durch ihn mit den Engeln sprechen. Ich persönlich glaube, er hat Dee nur auf den Arm genommen. Der alte Verrückte mochte den Stein aber nicht, hielt ihn für Teufelswerk. Kommen Sie mit, junge Dame. Ich zeige Ihnen den Spiegel. Mhm. Interessant. Da ist er. John Dees berühmter Wahrsagespiegel. Ein Geschenk von Francis Drake. Wissen Sie, ob es irgendeine Verbindung zwischen diesem Spiegel und Tezcatlipoca gibt? Bitte wem? Tezlatli? Das kann ich ja noch nicht mal aussprechen. Ah, da ist jemand, der Ihnen da besser weiterhelfen kann als ich.
Diese junge Dame hat ein paar Fragen, Professor. Ich glaube, sie ist aus Frankreich. Professor Aubier. Was? Sie beide kennen sich wohl schon, wie? Entschuldigen Sie mich. Das Telefon. Na, was für eine Überraschung, Professor. So sieht man sich wieder. Wir treffen uns wieder. Mademoiselle, Frankreich? Ja. Ich glaube, da wohnen Sie doch auch, Professor. Ich habe ein Haus dort in einem Vorort von Paris, aber ich bin seit Monaten nicht mehr da gewesen. Ich dachte, Sie bleiben in Caramonte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten. Tja, leider hat das Geschäft Vorrang. Eine wichtige Ladung von Kunstwerken, eine Leihgabe an das Britische Museum. Aber ich gedenke, rechtzeitig wieder in Caramonte zu sein. So, so. Professor Aubier, Ihr Taxi ist da. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden, ich habe etwas Dringendes an den Docks zu erledigen. Das... Moment, warum steckt da ein Schlüssel in der Vitrine? Können Sie mir ein paar Fragen zum Jaguarstein beantworten? Selbstverständlich, junge Dame. Wenn Sie einmal hier langkommen würden... Der Stein ist weg. Oh, fuck. Er ist weg! Irgend so ein Penner hat ihn mitgehen lassen. Mitgehen? Gestohlen, Fräulein. Aber keine Bange, der stille Alarm ist dann ja ausgelöst worden. Ich fürchte, hier darf niemand raus, bevor nicht unser hochspezialisiertes Sicherheitsteam hier ist. Wie lange werden die hierhin brauchen? Könnte eine Weile dauern. Ich glaube, die machen gerade Teepause. Bis dahin könnte der Dieb ja kilometerweit weg sein. Machen Sie sich darüber mal keine Sorgen, junge Dame. Versuchen Sie nun nicht, das Gebäude zu verlassen. Es kann einfach kein Zufall sein, dass der Stein genau zu dem Zeitpunkt verschwunden ist, als Aubier auftaucht. Ich kann hier nicht abwarten, bis das hochspezialisierte Sicherheitsteam seinen Tee geschlürft hat. Ich muss ihm nach. Das ist richtig, Nico. Und deswegen werden wir jetzt unsere Flucht planen. Es dürfte weniger verdächtig wirken, wenn ich mich von der leeren... Okay, wir haben einen Schlüssel. Halten Sie es denn nicht für merkwürdig, dass Aubier dringend zu den Docks muss? Nicht im geringsten, junge Dame. Er muss dort das Löschen einer wichtigen Ladung beaufsichtigen. Maya-Skulpturen für eine Ausstellung. Eine Leihgabe aus Mexico City. Wie heißt das Schiff? Prinzessin von Xibalba. Sie hat unten an der Tower Bridge festgemacht. Warum fragen Sie? Nur so eine Idee. Weil ich da als nächstes hin muss. Ich habe den Stein nicht gestohlen. Ich war noch nicht mal in seiner Nähe. Wer soll es denn Ihrer Meinung nach sonst gewesen sein? Aubier muss es getan haben. Sie müssen schon entschuldigen, dass ich lache. Aber er ist ein Gelehrter, ein Professor. Das war Moriarty auch. Gelehrter oder nicht, er ist ihr Dieb. Schauen Sie sich das an. Der Dieb hat diesen Schlüssel in der Vitrine liegen gelassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Somit kann es nur ein Museumsangehöriger gewesen sein, stimmt's? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was denn? Mit anderen Worten, der Dieb ist Professor Aubier. Nun, das sollten wir lieber die Polizei entscheiden lassen, nicht wahr? Ich rufe sie besser gleich an. Das glaube ich jetzt nicht, dieser verdammte, aufgeblasene... Hallo?
Ich weiß, dass ich mir keine Sorgen machen muss, wenn die Polizei kommt. Ja, ich bleibe dran. Aber ich muss Aubier einholen. Und zwar schnell. Was könnten wir machen? Was ist hinter dem Vorhang? Da können wir jetzt hinter das Ding reinschauen. Ja, können wir. Da ist eine Türe. Kann man da raus? Ach, wäre zu schön. Die Türen sind solide verschlossen. Und was ist mit dem gerade gefundenen Schlüssel? Die Türen sind solide verschlossen. Die Türen sind solide verschlossen. Der Schlüssel zur Ausstellungsvitrine im Museum. Okay, wir müssen uns wohl noch ein wenig mehr umschauen. Da ist noch ein Loch in der Vitrine. Da könnten wir sie aufschließen versuchen. Diese Vitrine enthält einen Dolch, geschmückt mit Maya-Mustern. Mitnehmen, einen Dolch kann man immer brauchen. Der Schlüssel öffnet die Vitrine. Es geht's wirklich. Cool. Wir können tatsächlich das Museum ausräumen, während der Typ telefoniert. Ich verschließe die Vitrine wieder und stecke den Schlüssel ein. Dann schnappen wir uns das Ding auch noch. Der Schlüssel passt nicht in dieses Schloss. Okay. Mit dem Dolch bedrohen. Ein Dolch aus Obsidian. Dünn und rasiermesserscharf. Ich kann ihn bedrohen. Bitte machen Sie es kurz, ich telefoniere gerade. Was wollten Sie doch gleich? Schauen Sie sich das hier mal an. Zeigt sie mir jetzt den Dolch? Was machen Sie damit? Nur ansehen. Wofür wurde es benutzt? Es handelt sich um einen Opferdolch und mir wäre viel wohler, wenn Sie ihn hinlegen würden. Ich muss ausnahmsweise nicht telefonieren. Bitte machen Sie es kurz, ich telefoniere gerade. Im Moment habe ich keine weiteren Fragen an ihn. Okay, vielleicht können wir durch die Tür rausgehen. Wobei, das bezweifle ich jetzt stark. Tut mir leid, junge Dame, aber ich muss Sie bitten, hier zu bleiben. Aber Sie verdächtigen doch nicht etwa mich, den Stein gestohlen zu haben. Nein, aber Sie müssen bei der Polizei Ihre Aussage machen. Sie sind eine Zeugin. Was ist das für ein merkwürdiges Loch in deinem Hintergrund? Da bilde mir das nur ein. So was hat Nico eigentlich in ihrer Tasche? In meiner Handtasche ist nichts Brauchbares drin, nur eine einsame Haarspange. Hey, damit bekommen wir die Türe auf. Oder aber die Vitrine da drüben. Die Vitrine ist verschlossen. Schade. Non, falsch.
Komm schon, Collard, denk nach. Das ist es nicht. Gut, probieren wir mal. Vielleicht können wir mit dem Dolch oder der Hanadel bei dieser Türe etwas machen, die versteckt ist. Oh, Leute haben wir die Tür aufgehebelt, wie es ausschaut. Ich hebele die Tür mit dem Dolch auf. Tja, Leute, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, dieser Teil des Let's Plays von Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis, hat euch gefallen. Wenn ja, denkt dran, gebt einen Daumen hoch, schreibt mir einen netten Kommentar oder abonniert gleich den Kanal. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ihr werdet wieder dabei sein und freue mich schon darauf, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 2. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut.